In den 90er Jahren drehte sich in Nordrhein-Westfalen noch alles um die Braunkohle. Am 31. März genehmigte die SPD-Landesregierung im Alleingang den Braunkohlenplan Garzweiler II. Das große Loch im rheinischen Tagebau sollte weiter wachsen. Auf insgesamt 11.400 Hektar. Das sind fast 16.000 Fußballfelder. Zwischen Bedburg, Grevenbroich und Erkelenz verschwanden ganze Dörfer, Felder und Wälder. Sie wurden einfach weggebaggert. 7.600 Menschen verloren ihre Heimat. Sie wurden in Neubaugebiete umgesiedelt, die andernorts entstanden. Kohle gegen Heimat. Für die Menschen hier eine Katastrophe. Haben Sie sich gerade mal angeguckt, was das für ein wunderschönes Dörfchen ist? Sind Sie schon mal in der Kirche gewesen? Da müssen Sie mal reingehen, da sehen Sie mal was. Und so hat das wird alles kaputt gemacht. Kommt der große Bagger und dann ist alles weg. Ich möchte nicht weg von hier. Sie sind hier geboren? Ja. Wir werden uns dann mit unseren Bürgern darüber unterhalten müssen, wie die Bürger jetzt zu der Landesregierung stehen. Denn ich will mal einen Spruch verwenden, nur die dümmsten Ochsen gehen mit ihrem Schlechter zur Schlachtbahn. Trotz aller Proteste, die Dörfer sind längst im großen Loch verschwunden. Die Diskussion um die Kohle hingegen hält bis heute an. Dann kam der Wahltag. Und das Ergebnis hätte vor diesem Tag kaum einer so vorausgesagt. Bei den Landtagswahlen zeichnen sich Verluste für die SPD ab. Bündnis 90 Grüne 9,9%. Jetzt können wir sie einspielen. Die Prognose lautet, die Grünen verbessern sich auf 10%. Mit 10% der Stimmen sehen die Grünen sehr gelassen in die Zukunft. Auch Bärbel Höhn nahm's fast ein wenig gelassen. Ein bisschen geahnt hat man schon, weil man kriegt schon ein bisschen früher so erste Trends. Aber da sind wir natürlich dann hier in die Feier reingegangen und das ist natürlich euphorisch. Ja? Also so ein tolles Ergebnis, auch alle unsere Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Da freut man sich total. Nach 15 Jahren Alleinherrschaft brauchte die SPD einen Partner an ihrer Seite. Ausgerechnet die Grünen. In der NRW-Landesvertretung in Bonn prallten dann zwei Welten aufeinander. Bei den Koalitionsverhandlungen wurde gestritten. Um Müllverbrennungsanlagen und Flughäfen, aber vor allem um das große Loch Garzweiler II. Eigentlich haben die uns nicht, sag ich mal, schwarze unterm Fingernagel gegönnt, sondern für alles musste man ganz, ganz hart kämpfen. Es wurde gefeilscht und gezockt. Hinter verschlossenen Türen und dennoch stets unter Beobachtung der Journalisten. Schon manch einer ahnte, dass diese junge Ehe in einem Rosenkrieg enden würde. Wir haben meistens wirklich bis tief in die Nacht, ich kann mich erinnern an Sitzungen, die bis 3, 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens gedauert haben. Dann hat man wirklich kurz eine Stunde geschlafen, gleich ins Morgenmagazin und dann fing der nächste Tag an. Und das war schon extrem anstrengend, weil wir natürlich, wir wollten auch in unserem Koalitionsvertrag viele Einzelheiten verankert haben. Weil der kleine Koalitionspartner muss natürlich aufpassen, dass da nicht nur Allgemeinplätze drinstehen. Und dann während der Koalition macht dann der große Koalitionspartner, was er will. Ja? Nach 4 langen Wochen erst der Durchbruch. Bärbel Höhn wurde Ministerin für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft. Und damit zur Hoffnung vieler Aktivisten. Also alleine die Tatsache, dass ich jetzt erste grüne Umweltministerin war, hat ja dazu geführt, dass ich hunderte von Briefen bekam aus ganz Nordrhein-Westfalen von den verschiedenen Umweltinitiativen. Jetzt bist du Ministerin, wir haben seit 15 Jahren dieses Problem und jetzt kannst du das in unserem Sinne lösen. Ja, so. Wow. Bärbel Höhn kämpfte von nun an nicht nur gegen Tierseuchen und Umweltverschmutzung, sondern auch immer weiter gegen den bockigen Koalitionspartner. Ja, macht Spaß, ja, Herr Matthiesen. Regieren macht Spaß. Auch wenn die wahre Liebe zwischen den Roten und den Grünen ausblieb,
Die Ehe hielt immerhin 10 Jahre. Ich fand diese Zeit im Ministerium, das war eine meiner wichtigsten Zeiten in meinem Leben, weil ich erstmal gestalten konnte. Ich hatte sehr viel Verantwortung, aber ich konnte auch was verändern. Und ich glaube auch, dass ich dadurch auch Spuren hinterlassen habe. Selbst jetzt noch gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich angestoßen habe und die auch Regierungswechsel überstanden haben. Die rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen hat den Streit um den Braunkohletagebau Garzweiler II beigelegt. Am frühen Morgen einigten sich Spitzenpolitiker mit der Betreiberfirma Rhein-Braun auf einen Kompromiss zum Abpumpen des Grundwassers. Die Erlaubnis läuft zunächst bis 2023, 5 Jahre länger als vom Umweltministerium geplant. Die Widerrufsmöglichkeit geht nicht mehr über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Garzweiler II umfasst 48 Quadratkilometer. Für den Abbau müssen in den nächsten Jahrzehnten 7600 Bewohner aus 11 Dörfern umgesiedelt werden. Es war wohl die endgültig letzte Nachtsitzung zum Thema Garzweiler. Erst hatten Rot und Grün intern miteinander gerungen und dann am frühen Morgen lag hier in der Kölner Unternehmenszentrale endlich auch der Kompromiss mit Rhein-Braun auf dem Tisch. Ich selber habe die mir wesentlichen inhaltlichen Punkte in diesem Genehmigungsbescheid, denke ich, weiterhin halten können, ohne Wenn und Aber. Bewegt haben sich letztlich beide Seiten. Der Tagebau kommt, aber mit Auflagen. So ist die Genehmigung in entscheidenden Punkten zeitlich befristet. Im Jahr 2023 werden die ökologischen Folgen noch einmal geprüft und dann ist der Widerruf der Genehmigung möglich. Zum Beispiel dann, wenn der Naturpark in der Nähe durch die Grabungen trockenlaufen sollte. Nur wenn es gelingt, dieses Feuchtgebiet zu schützen, hat Rhein-Braun wirklich auf Dauer grünes Licht. Die Tür ist auf. Das Unternehmen hat auf rechtsstaatlich einwandfreier Weise einen zuverlässigen Genehmigungsbescheid für die Sümpfung. Die weiteren Genehmigungsschritte und Erlaubnisschritte zur Verdickerung sind vorgezeichnet. Und ich bin sehr froh, dass dies gelungen ist. Politisch und rechtlich steht dem größten Tagebau Europas nun nichts mehr im Wege. Das hat Ministerpräsident Clement gegen seinen grünen Partner durchgesetzt. Bis 2045 dürfen die Bagger graben und die Kraftwerke in der Nähe mit Kohle versorgen. Allerdings wird mittlerweile selbst in großen Stromkonzernen diskutiert, ob sich mit der Verbrennung von Braunkohle auf Dauer wirtschaftlich Strom produzieren lässt. Und so kann heute niemand sicher sagen, ob am Niederrhein tatsächlich bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts gebaggert wird.
Mm-hmm.